Ich habe dein Gemurmel aufgenommen. Also, Doc, geht Ihnen hierbei ein Licht auf? Ach, denkt nach, Emmet, H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Großer Gott, bin das ich? Ich klinge so? Ich wollte erpicht sagen. Ich habe ganz vergessen, wie sehr ich mich in etwas hinein... Ja, was murmeln Sie da vor sich hin? Oh, das ist simpel. Das ist das Ivanov-Problem. Sag meinem jüngeren Ich einfach, dass H der Hamilton-Operator ist. Würde die Zeit gerade nicht gestört, wenn er die Antwort weiß? Nur wenn sich herausstellt, dass die Realität eigentlich nur eine holographische Illusion ist, die durch das Zusammenspiel subatomarer Partikel auf einer riesigen zweidimensionalen Membran hervorgerufen wird. Also... Es wird schon gut gehen. okay. Okay. Ohrensteif halten, Doc. Dann schauen wir jetzt mit dieser Information nochmal zum jungen Doc. Ich hoffe, der Marty hat sich das gemerkt. So, da ist er nämlich schon. Also nochmal, Kraft ist natürlich gleich Masse, mal. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Ha! Vielleicht ist H der Hamilton-Operator. Was haben Sie gerade gesagt? Ich sagte, vielleicht ist H der... Hamilton-Operator? Ja. Großer Gott, wenn H der Hamilton-Operator ist, dann kann H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von H nur dasselbe sein wie der Erwartungswert von A. Haha, das ist es! Das ist die Lösung zu Ivanovs Rätsel. Das Problem, über das ich mir schon die ganze Woche den Kopf zermartere. Ja, du hättest es in ein paar Tagen selbst herausgefunden. So wie du herausgefunden hast, wie man einen Raketenbohrer baut. Woher wissen Sie so viel über Wissenschaft? Oh Gott, ich komme vom Planeten Vulkan. Ich komme aus der Zukunft. Bleib mal wirklich. Oder ich lese viel. Nee, ich bleib mal wirklich bei der Wahrheit einmal. Nun ja, es ist so. Sie wissen von meinem Raketenbohrer? Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Was? Sie sind vom Patentamt. Ich muss zugeben, dass ich nicht wusste, was mich erwartet, als ich die Papiere eingeschickt habe. Willkommen. Stets zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche wirklich, wirklich den Raketenbohrer. Ich brauche wirklich den. Kann ich deinen Raketenbohrer sehen? Natürlich, natürlich. Es ist noch ein Prototyp. Beinahe voll funktionsfähig. Ich kann ihn Ihnen zeigen, gleich morgen früh vielleicht. Vielleicht heute Nacht schon? Nein, das reicht nicht. Ich brauche ein Modell in Originalgröße. Das voll funktionsfähig ist. Heute Nacht. Ansonsten müssen wir das Patent an einen Konkurrenten vergeben. Dr. McCoy. Das geht nicht. Ich meine, es wäre vielleicht möglich, in dem Zeitraum ein funktionsfähiges Modell in Originalgröße zu bauen. Aber mir fehlt der Hauptbestandteil. Den besorge ich dir. Was ist es? 95%iger Alkohol. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer der heutzutage zu bekommen ist. Vor allem jetzt, nachdem jemand seine illegale Bar gesprengt hat. Außerdem besteht keine Möglichkeit, dass ich Feierabend mache, bevor ich diese Vorladung zugestellt habe. Sie ist Bestandteil der Ermittlungen über die Geschäfte von Kit Tennen. Ist es so wichtig, dass Sie den Bohrer heute sehen? Ja, ist es so wichtig, dass du die Vorladung heute zustellst? Ja! Hör zu, ich helfe dir, sie zuzustellen und werde dir auch den Alkohol besorgen. Wenn du dann den Bohrer heute noch fertigstellst. Abgemacht? Abgemacht. Hier die Vorladung. Die Vorladung ist für meinen Großvater? Es ist Kit Tennen! Hey, der hat eben Arthur McFly in der Suppenküche angeschrien. Kein Wunder, Arthur macht die Buchhaltung für seine Geschäfte. Was für Geschäfte? Das versucht der Staatsanwalt rauszufinden. Lass uns mit ihm reden. Nein! Warum nicht? Kit Tennen kann uns sagen, wo sich Arthur versteckt. Ja, dann können wir auch gleich unser Testament machen. Ich glaube, das mit heute Nacht war echt ganz gut, weil wir brauchen ja einen Bohrer eher nachts. Ansonsten, wie soll man denn da, soll man da tagsüber einfach den ausbrechen oder wie? Na? Können wir mit der nochmal reden? Ja. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. Okay. Was ist denn diese Sensation? Die Sensation? Ich habe Gerüchte gehört, dass etwas Seltsames in der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit vorgeht. Es gibt eine neue Geschäftsführung und...
Oh, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir nicht die Fakten kennen. Ich bete, dass es nur ein Gerücht ist. Diese Suppenküche ist die Speerspitze im Kampf für die gute Sache. Was wird aus dem Finger vom Fuselverband ohne sie? Ganz zu schweigen von all den Einrichtungen, die meine Suppenlieferungen... Suppenlieferungen? Sie liefern Suppe aus? Das ist einer meiner vielen kleinen Beiträge für die gute Sache. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, hoffe ich. Ich hole Behälter mit heißer Suppe in der Küche ab und liefere sie überall hin. Zum Hill Valley Waisenhaus, die Ranch des heiligen Franz Xaver für ungewollte Kinder, das Foggy Mountain Heim für unheilbar Irre, das Shady Acres Altersheim. Ach, ich kann mich kaum an alle erinnern. Okay. Finger weg vom... Finger vom Fuselverband. Was ist der Finger vom Fuselverband? Sie haben doch nicht vom FVFV gehört? Er leistet wundervolle Arbeit. Dort werden aus hoffnungslosen, betrunkenen Landstreichern ehemalige hoffnungslose, betrunkene Landstreicher gemacht. Ich bin ein Gründungsmitglied, aber das heißt nicht, dass ich... Bisher trafen wir uns immer im Keller der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Aber aus irgendeinem Grund lassen uns die neuen Betreiber nicht mehr dorthin. Jetzt haben wir keinen Treffpunkt. Okay, das tun wir. Das mit Einstein tut mir leid, auch so. Tut mir leid, was da hinten mit Einstein passiert ist. Keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenken kann. Ja, ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenkt. Sehr gut. Jetzt zeig mal, was du mit der Rechentafel kannst. Okay. Ich zieh Leine. wo denn? Ich zieh Leine. Wo denn? Oh mein Gott. Das Fahrrad. Schauen wir mal das Fahrrad noch kurz an. Nettes Fahrrad. Abgefahren. Abgefahren? Ich bin nicht abgefahren. Ich bin doch noch hier, voller Leidenschaft für Gerechtigkeit, Sicherheit, Recht und Ordnung. Schon gut. Okay, das... Der Wortwitz war jetzt ganz gut. Abgefahren. So, jetzt schauen wir aber gleich einmal... Das müsste ja der Biff sein, oder? Schauen wir gleich einmal zu dem. Nochmal, Matches, du hast meine Socken mit Kiwi beschmiert. Sorry, Boss. Raus hier. Was willst du? Bitte? Ich sitze zum Schuheputzen hier und du kommst zu mir. Entweder willst du meine Schuhe putzen oder du willst sterben. Welches von beidem? Alles klar. Ja, dann muss ich wirklich die Schuhe jetzt putzen, oder wie? Tatsächlich. So, dann... Ach, stimmt, dann können wir ein bisschen ausfragen, ja? Fragen wir gleich mal nach dem Arthur. Ich suche jemanden namens Arthur McFly. Wir sind irgendwie verwandt. Nun ja, er ist mein Angestellter und heute hat er viel zu tun. Wo ist er denn? Aber als sein Boss wissen Sie, wo Arthur ist. Er ist im Büro. Wo ist das Büro? Weiß ich nicht. Okay. Ach, und wann wird er heute das Büro verlassen? Wenn ich ihm erlaube zu gehen. Hey, du hast da etwas übersehen. Wegen Hut noch. Ist das nicht Arthur McFly's Hut, den Sie da haben? Es war McFly's Hut. Jetzt dient er mir als Erdnussschale. What the heck? Kann ich diesen Hut abkaufen? Wir haben sowieso keine Kohle. Marty. Aber Erdnüsse können wir vielleicht noch ein bisschen klauen. Kann ich ein paar Erdnüsse haben? Warum nicht? Ich bin ein ziemlich spendabler Mensch. Na los, bedien dich. Okay. Da sage ich nicht nein. So, die Pause ist vorbei. An die Arbeit. Okay, wir haben Erdnüsse. Also dieser Hut, was für Geschäfte machen Sie? Sie werden wohl nicht über Ihre Geschäfte sprechen. Warum nicht? Ich habe nichts zu verbergen. Ich bin seit kurzem Mehrheitsbeteiligter der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Suppenküche? Ist eine Suppenküche nicht ein seltsamer Geschäftszweig für jemanden wie Sie? Ich mag Suppe. Außerdem habe ich ein sehr großes Herz. Putz etwas fester. Ich will mich darin spiegeln können. Warum darf sich der Finger vom Fuselverband nicht im Keller Ihrer Suppenküche treffen? Wir haben andere Pläne für den Keller und es hat nicht unbedingt mit Nüchternbleiben zu tun. Was haben wir da noch? Lass mich Suppe.
Lass mich Suppe ausliefern? Nee. Edna Strickland denkt, dass es in ihrer Suppenküche nicht mit rechten Dingen zugeht. Die Alte geht mir auf die Nerven, aber schöne Beine hat sie. Oder vielleicht bekommen wir da irgendwie da in den Shop, oder? Hey, ich vertrete die Vereinten Stiftungen von Hill Valley. Können Sie mir nicht die Berechtigung geben, Suppe aus Ihrer Einrichtung an sehr bedürftig... Ah, die Strickland hat das Wohltätigkeitsgeschäft ziemlich im Griff. Es gäbe keinen Grund, ihr Konkurrenz zu machen. Ja, jetzt will ich nochmal auf den Hut zugreifen. Noch eine Sache, wegen des Huts. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Kann ich Ihnen den abkaufen? Könntest du einfach deine Arbeit machen, kleiner Schuhputzer? Ich behalte meine Erdnussschale. Schön gut. Schön gut. Okay, dann. Und? Ist das glänzend genug? Ja, das reicht. Aber bleib in der Nähe, das bleibt nicht so. Warte mal, hab ich dich nicht im Gefängnis mit dieser Ratte Carl Sagan reden gesehen? Ich hoffe, du hattest nicht vor, ihn da rauszuholen, denn ich habe andere Pläne. Ratatata. Okay, das wäre also dieser Typ. Dieser Gangster, der einfach mal den Doc über den Haufen ballern würde. Okay, dann würde ich sagen, wir schnappen uns hier mal den Emmett. Die Forderung ist ja Arthur McFly. Was ist hier mit Kitten? Musst du oft Vorladung zustellen? Mein Papst lässt mich immer die Drecksarbeit machen. Er will, dass ich mit verschiedenen Menschen zu tun habe. Aber bis jetzt habe ich nur mit vielen Schimpfwörtern zu tun gehabt. Diese Vorladung ist für Arthur McFly? Haben Sie ihn gesehen? Kurz einmal in der Suppenküche, aber ich glaube, er hält sich wieder versteckt. Gut kombiniert, Einstein. Was ist mit Kit Tennen? Was wissen wir über ihn? Er ist laut, widerwärtig und nicht sehr schlau. Und er hasst es, wenn man ihm in die Quere kommt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Tennen. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber hättest du keinen Raketenbohrer entwerfen können, der keinen Treibstoff benötigt, der illegal ist? Illegal? Was hat das Gesetz mit Wissenschaft zu tun? Wissenschaft hat ihre eigenen Gesetze. Gerade Sie sollten das wissen. Ups, sorry. So, weiter geht's. Moment. Ich mache hier kurz mal noch das beenden. So. Raketenbohrer. Einige von meinen Patentamtkollegen fragen sich, was dich auf einen Raketenbohrer gebracht hat. Das war das Buch Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Es war wie eine Offenbarung. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Mittelpunkt der Erde, oh mein Gott, da wollte ich eigentlich vor kurzem noch den Film angucken. Hast du schon die Zeitmaschine gelesen? Hast du die Zeitmaschine gelesen? Von Wells? Noch nicht, aber ich habe es vor. Alright, so, okay. Wir stellen diese Vorladung zu. Oder mein Name ist nicht? Michael Corleone! Ja. Also gut, dann schauen wir trotzdem mal wieder den Hinweis, ja? Es kann sein, dass du alleine nicht an den schwarz gebrannten Fuß herankommst, aber es gibt jemanden, der dir helfen kann. Ja, das könnte wahrscheinlich... Ja, entweder sie sein. Aber die wird mir bestimmt nicht helfen wollen, oder? Hey, Miss Strickland. Oh, oder hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. So, Suppe. Okay, nee, dann können wir hier nichts machen. Dann schauen wir kurz wieder zum Biff. Hm? Nee, das ist ja nicht der Biff, oder? Gott, ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. Und behalte Trixie im Auge. Das Weib kommt mir ziemlich nervös vor. Alles klar, Kid. Und? Willst du da jetzt dumm rumstehen oder putzt du mir die Schuhe?
Ja, dann werde ich die Schuhe putzen. Und... Was diesen Carl Sagan betrifft, er hat sicherlich nicht ihre Gemeinschaftsräume niedergebrannt. Pass auf, was du sagst, kleiner Schuhputzer. Etwas weniger quatschen und mehr polieren. Oh, okay. Dann sind wir hier aber auch durch, oder? Ja, sind wir auch durch. Und? Ist das glänzend genug? Ja, das reicht. So, wer soll mir hier bitte Alkohol beschaffen? Das würde ich gerne mal wissen. So. Kannst du Edna Suppenlieferdienste zu deinem Vorteil nutzen? Also von ihm? Wie war das? Von ihm? Das heute alles. Bekomme ich, höre. Ich ja keinen Job, oder? Schauen wir mal kurz. Ich möchte bitte. Sie scheinen mir kein Typ. Naja. Hey, ich vertrete die Vereinten Stiftungen gemacht, von Hill Valley. Können Sie mir nicht die Berechtigung geben, Suppe aus Ihrer Einrichtung an sehr bedürftige. Ah, die Strickland hat das Wohltätigkeitsgeschäft ziemlich im Griff. Es gäbe keinen Grund, ihr Konkurrenz zu machen. Okay, dann komme ich hier nicht mehr weiter. Ja. Dann würde ich sagen, ich muss noch mal mit der Strickland reden, quatschen. Aber die Frage ist echt, wie mir die eigentlich dann weiterhelfen kann. Weil die kann mir höchst, oder kann mir die vielleicht dann was geben? Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. So, mit einer anderen Story. Ich kann Ihnen mit der Suppe helfen. Ich arbeite viel für Wohltätigkeitsorganisationen. Oh, welche? Die, Super Mario Brüder. Ach ja, die Italiener tun so viel Gutes. Wenn Sie es arrangieren könnten, dass ich die Suppenbehälter abholen kann... Immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir wollen nichts überstürzen. Ich leite den Suppenfahrdienst in dieser Stadt und ich überlasse es nicht einfach einem Neuling. Aber wenn Sie gute Kontakte zu den wohltätigen Einrichtungen haben... Ja? Sie können mir Bescheid geben, wenn Ihnen die Suppe ausgeht. Okay, genau, mit dem Doktor könnte ich wahrscheinlich auch immer noch mal quatschen. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Im Park, auf dem Polizeirevier. In der abgebrannten Bar, auf den Anwesen der Browns. Im Park. Sie können sich im Park treffen. Nein, das wäre nicht so gut. Da schlafen viele der Mitglieder. Oh. Haben Sie die Geschichte fertiggestellt, für die Sie mich interviewt haben? Über Carl Sagan? Ja, aber diese starrsinnigen Redakteure haben Sie abgelehnt. Sie sagen, mein Artikel wäre einseitig. Und dass ich einen mutmaßlichen Brandstifter verherrliche. Als würden Ihre Artikel nicht ständig den kriminellen Abschaum verherrlichen, der die Stadt kontrolliert. Das macht mich so wütend, ich könnte schreien. Was ich natürlich nie machen würde. Das wäre Ruhestörung und es ist... Das wäre Ruhestörung. Ja, dann gehen wir jetzt mal noch zum Doc.